GroKo zoff um Seehofers Abschiebegesetz. Eigentlich will Bundesinnenminister Horst Seehofer sein geordnete Rückkehr GSCTZ Anführungszeichen am kommenden Mittwoch vom Kabinett absegnen lassen. Doch jetzt gibt es aus den eigenen Reihen heftige Kritik an den mit SPD-Justizministerin Katharina Barley ausgehandelten Kompromissen. Die Arbeitsgruppe innen von CDU/CSU im Bundestag nahm Seehofer gestern intern 2,5 Stunden lang unter Beschuss. Ein Streitpunkt ist die sogenannte Duldung LGHT-Anführungszeichen für Migranten, die ihre Identität nicht nachweisen und keine Papiere vorlegen können. Die Union verlangt ihnen gegenüber mehr Druck bei der Mitwirkung an der Identitätsfeststellung. Die SPD hingegen will dies nur, wenn es ZUMOTBAR-Anführungszeichen ist und wäre auch damit zufrieden, wenn die Migranten an Eidesstatt versichern, sich bemüht zu haben. Strittig ist zwischen Union und SPD zudem, ob auch Migranten mit ungeklärtem Bleibestatus